Willkommen bei Swiss Trader. Ich möchte da nochmals etwas zeigen. Der Dow ist da völlig abhängig von Apple. Und Apple ist hier durch den VWAP gebrochen, reboundet und sinkt jetzt wieder. Und der Dow hat da ziemlich Kapriolen gemacht. Boeing stürzt schon längstens ab, aber das hat eigentlich den Dow nicht so beeindruckt, sondern Apple beeindruckt den Dow mehr. Also jede Bewegung da widerspiegelt sich hier in einer Bewegung. Und es ist also extrem von Apple abhängig. Boeing stürzt schon die ganze Zeit ab. Das hat aber praktisch keine Auswirkung auf den Dow. Auch jetzt wieder der Rücksprung auf den VWAP. Da springt der Dow gerade wieder auf. Das ist schon extrem. Genau das. Und der Apple ist jetzt schon mehrmals am VWAP abgeprallt. Jetzt hoffen wir, dass er drunter bleibt. Und eigentlich, Boeing ist ja ziemlich groß. Eigentlich sollte es die Aktie, die am schwersten gewichtete Aktie im Dow sein. Aber der Dow richtet sich nach Apple. Und das ist ja wahrscheinlich auch, weil an diesem Apple weiß ich, was noch hängt. ETFs. Und das ist dann wirklich wahrscheinlich mal eine Bombe. Wenn der mal richtig runtergeht, dann muss es ziemlich rappeln. Und der wird wahrscheinlich auch künstlich hochgehalten. Das ist unglaublich. Weil Apple ja, Foxconn arbeitet jetzt ja auch nur nicht voll. Also Apple müsste schon längstens runtergehen. Boeing geht wahrscheinlich runter, weil der Flugverkehr wegen des Coronavirus schwächer wird und die Nachfrage nach Flugzeugen geringer wird. Und Apple ist einfach ein künstliches Konstrukt. Ich glaube, das hat gar nichts mehr mit einem Business zu tun, sondern das ist jetzt einfach ein Konstrukt mit XX-ETFs dran und weiß ich was. Jetzt das erste Mal, dass der Dow da wieder durchbricht. Der war vorhin mal da hier unten. Mal schauen, ob er das wieder besucht. Mit dem würde ich eigentlich rechnen, dass er da zum VWAP runtergeht. Weil alle zusammen, also Boeing hat den VWAP schon längstens durchkreuzt, Apple hat den VWAP durchkreuzt, jetzt müsste eigentlich der Dow auch noch ganz nach unten gehen. Aber er wird immer wieder gekauft. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wenn der wirklich mal runtersaust, was der alles mitreißt. Und der Dow ist wirklich die Abbildung von Apple.
Nur der Vorteil ist, wenn wir Apple anschauen, haben wir hier den V-Web. Was wir hier nicht haben, der V-Web ist erst hier unten. Boeing nach wie vor weiter nach unten. Und wenn Apple saust, dann saust der Dow. Ja, jetzt kommt der schöne runter. Bleib aufpassen, wenn da der Apple wieder gekauft wird, dann steigt der DAX, der Dow wieder. Ja, stell mal glatt, sicherheitshalber. So. Jetzt ist 21:33 Uhr. Da bin ich da noch im Demo drin. Ja, das wäre nicht nötig gewesen, glatt zu stimmen. Das geht jetzt wirklich weiter nach unten. Nehme ich jetzt aber noch Wunder, wohin. Ich zeige da mal das Demo. Geht da wahrscheinlich wirklich auf den V-Web. Und Apple geht wieder zurück. Ja, stell jetzt mal. Also jetzt ist dann sowieso 20 vor 10. Und jetzt schlägt das Ding sowieso wild durcheinander. Also man sieht das da mit diesen Lumpen, das ist Duchten. Ganz extrem. Da. Ja. Man sieht jetzt, Apple geht da wieder hoch. Also Apple ist momentan einfach nicht zu killen. Aber ich denke, wenn da mal was wirklich los ist, dann rappelt es. Mach mal zur Demo. Verkaufe mal da. Einfach mal um zu sehen, was da passiert mit Apple. Ja, da steigt zwar. Boeing sinkt. Also der Dow Jones ist natürlich immer noch extrem hoch. Und schauen wir mal noch schnell, was da passiert. So, also Apple geht wieder nach oben. Mal schauen, ob der nach am Schluss nochmals ganz nach unten geht. Ich würde das fast vermuten, dass Apple da mal was auf die Birne kriegt. Es kann ja nicht sein, dass Apple so hoch ist. Also es ist wirklich alles ziemlich unrealistisch bewertet, weil Apple wird ja bei Foxconn in China produziert und Foxconn arbeitet noch nicht voll. Und da werden sich gewaltige Engpässe generieren. Und ja, dann die Apple Stores in China haben ja auch zu und alles und und. Das noch groß machen.
sagen wir mal, der 10er-Chart M10, ja, wir sind da immer noch an der oberen Opening Range, also wir sind immer noch höher als heute Morgen. Ich würde eigentlich erwarten, dass der Kurs da bis zum Pivot runtergeht. Ich möchte jetzt das nicht mehr mit echt Geld wagen. Und eben der Euro-Dollar, wie der sinkt, das ist auch ziemlich unglaublich. Also ich denke einfach, da ist die Geldpresse voll am Laufen. Also da ist jeden Tag, durchbricht er wieder das Tagesminimum und jetzt schon seit Tagen. Das ist sehr beunruhigend. Also da wird eine Menge Geld vernichtet in der EU. Ich weiß nicht, ob das wegen des Brexit ist oder wirklich Geld gedruckt wird, einfach schamlos gedruckt. Unglaublich. Apple steigt. Also das nehme ich jetzt um, das müsste jetzt eigentlich mal noch runterkrachen. Das ist ganz leicht positiv. Wieder mal schauen, was Apple macht. Apple steigt wieder, das ist ja nicht zu sagen. Und was jetzt ist, der Dow Jones fällt und Apple steigt. Das ist jetzt eigentlich die erste Divergenz, die ich da sehe. Ja, da wird nichts mehr los sein. Raus damit. Also ich denke, da wird jetzt der Dow in den letzten paar Minuten wieder ansteigen, weil Apple ansteigt. Unglaublich. Mal schauen, ob es da jetzt wieder einen Abprall gibt am VWAP. Und jetzt sollte es eigentlich da, gehe da nochmal Short Demo. Eigentlich müsste das jetzt mal noch ziemlich runtergehen. Also wirklich mal bis zum VWAP. Ja, und jetzt ist es dann bald soweit. Jetzt geht es wirklich zum VWAP runter. Oder das ist immer. Es ist sehr oft so, dass wenn es runtergeht, dass der VWAP wieder besucht wird. Und das ist aber eben wirklich nur in schwachen Phasen so. Sonst, also in letzter Zeit ging es so gegen 22 Uhr gar nicht runter. Ging sogar immer noch hoch. Und ich glaube jetzt, die Amis haben es langsam gerochen, dass was Lieferketten sind, das wussten sie wahrscheinlich vorher nicht. Und ja, jetzt sind wir beim Ziel. Und Apple eben auch. Und schauen wir noch drunter gehen. Das ist auch der Pivotpunkt. So, jetzt das Klingeln, das ist vom TradingView.
wenn eben der V-Web gecrossed wird. Also man sieht auch, mein V-Web stimmt ziemlich gut überein mit dem V-Web von TradingView. Es geht sogar noch drunter. Denke aber, da haben jetzt wir dann die 400er Grenze, dann geht das wahrscheinlich nicht mehr sehr weit runter. Ja, jetzt crossen wir den V-Web. Ja, wir haben ihn hier schon gecrossed. Hier sieht man es auch. Und das würde ich jetzt dann, auch wenn es echt Geld ist, also jetzt Viertel vor ist heikel, bald mal glatt stellen. Wir haben hier den 400er. Und da mal schauen, was Apple macht. So, ja, das war's eigentlich, das wollte ich zeigen. Also, nochmals zusammengefasst, jedes Asset, Apple, DAO oder US30 haben einen eigenen VWAP und da ist er aber eben bei Apple, der VWAP ist sehr signifikant. Wir sehen hier zuerst das Durchbrechen, Abprallen, Durchbrechen, Abprallen, Abprallen, Abprallen und jetzt noch das Absacken. Also, und das hat man genau im DAO, das war genau die Abbildung des DAO, da hat es teilweise extreme Retracements gehabt. Das sind 50 Punkte. Ich war hier short, etwa hier, und musste da etwa 40 Punkte aussitzen. Und ja, also extreme Retracement, große Stop-Loss, sonst man kann eben kaum voraussehen, was passiert. Aber eben, wenn man Apple genau beachtet, dann ist es besser möglich. Boeing ist natürlich auch gut zu beachten, aber Boeing hat einen sehr geringen Einfluss auf den DAO. Gut, das war's bei Swiss Trader. Heute eben mit VWAP Parallel Trading. Oh ja, jetzt stürzt sogar Apple noch mehr ab. Das müsste da auch ziemlich nach unten gehen. Aufgepasst, das ist ja das Echtgeld. Nein, da darf ich nicht mehr rein. Mist, nee. Nee, ich zeige jetzt da nichts mehr. Ich höre jetzt wirklich auf, sonst mache ich was noch in einem falschen Fenster. Und dann bis zum nächsten Mal bei Swiss Trader. Tschüss. Sowieso, also um 9:45 hat es gar keinen Sinn, da irgendetwas zu machen. Das saust jetzt da nur noch irgendwo wild herum und da macht man nur noch Verluste. Gut, dann tschüss bei Swiss Trader.